Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Mittwoch, der 24. Februar, 8:31 Uhr. Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading Raum und wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Wir liegen bei 13.854. Aktuell ja, können wir oben oder unten die Box platzieren. Wir sind aktuell eher short, das heißt, ich gehe eher psychologisch auf die 13.800er Marke erst einmal. Ob ich damit richtig liege, weiß ich nicht. Wir schauen uns mal die Wohler-Boxen einmal an, beziehungsweise die Blue-Boxen. Wir sehen eine 42er Blue-Box. Wir sehen hier eine 29er Box, die im ersten Anlauf in den Gewinn gelaufen ist. Eine 22er Box ist in den Gewinn gelaufen. Und wir haben hier eine 47er, die wir nicht nehmen, sondern wir versuchen ja Boxen zu suchen, die kleiner sind als 30 Punkte aktuell. Die haben sich aktuell als sehr gut und sehr treffsicher bewahrheitet. Okay, das sind die Blue Boxen. Wir gehen weiter in die Wohler Boxen und blicken einmal auf den gestrigen Tag. Und da sehen wir, ich habe jetzt mal auf 5-Minuten-Chart, da sehen wir einige Trades, die man am Nachmittag hätte platzieren können. Ja, und eigentlich, wenn ich darauf blicke, sehr gut und schöne Treffers. Hier haben wir auch ein paar Boxen und in unserer Morning Session für Hedge-Auflösung waren hier oben die Bereiche sehr interessant, denn hier waren sehr interessant. Also gestern war die Vola, würde der Franzose sagen. Wir haben hier 338 Punkte. Jetzt kann man spekulieren und sagen, oh, ist heute ein bisschen Katerstimmung, weil gestern so viel los war. Ja, wenn wir aber heute Morgen uns die Range mal abmessen, dann sind wir bei 60 Punkte, dann ist das okay. Dann ist das absolut okay. Ich habe die Glaskugel natürlich nicht, der Markt kann sich auf dem Niveau jetzt wieder so ein bisschen halten. Wir haben uns aber von den Rekordständen erstmal verabschiedet. Wir sind also unter 14.000, insofern sind wir im Wettkampfmodus aktuell. Ja, wir haben es ja gesehen in den letzten Wochen vor dem All-Time-High hat der Markt sich so ein bisschen, wusste nicht, soll er jetzt rüberhüpfen oder soll er in die Korrektur gehen. Wir haben ja gestern die Meldung gehabt, leichte Zinsanhebungsideen in Amerika, Inflationsgefahr und so weiter und so fort. Das hat jetzt die Märkte erstmal gedrückt. Ja, blicken wir mal positiv und schauen uns jetzt mal die Märkte an und fangen an heute bei den Technologiewerten Nasdaq. So, Nasdaq 23,6, das Retracement 38 wäre 12,673. Da sind wir eigentlich fast angekommen. Ja, wir haben gestern also wieder, oder vom Tief 12,764 ist das Ding wieder zurückgegangen. Die Frage ist, nehmen wir hier auch nochmal Fahrt an Richtung Süden, dann wäre das Ziel, wie gesagt, diese grüne Phase, wo er eintauchen könnte. Wechsel wäre tatsächlich auf Tagesbasis hier bei 13, bei 11,39 in der Nasdaq, aber da müsste einiges schon passieren. So, jetzt bleiben wir auf den Tageschart und wechseln auf den Wochenchart. Die Wochenkerze, die rote, die sieht so aus in der Technologiebörse. Und wir sehen, wir hatten in der Vergangenheit immer wieder mal solche Phasen, 1, 2, 3, 3 Wochen. Hier, das war im September letzten Jahres, wo es runterging, dann aber sofort wieder hoch. Dann hatten wir hier im Oktober, am 25. Oktober, das erste Mal, dass wir eine rote Kerze hier hatten. In dieser Rallye, muss man schon sagen. Jetzt schauen wir mal, ob es hier dabei bleibt, ob wir in diesem Bereich weiter rot die Kerze schließen. Wir haben heute Mittwoch die Hälfte, also bleibt spannend. Beim deutschen Aktienindex DAX sehen wir hier sehr viele Orders. Auch hier eine rote Kerze, aber der sieht schon anders aus wie die Technologiebörse. Hier hatten wir schon mehrmals einen Knick und wir sehen es auf Daily-Basis. Auch hier sehen wir kein Short-Signal. Wenn man DAX mit unserem Regelwerk handeln würde auf Tagesbasis, ist das hier kein Short-Signal, weil keine der Kerzen, die wir jetzt seit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tagen haben, also seit einer Woche, hat noch keine richtigen Setup hier ausgebildet, rote Kerzenkörper unterhalb des Bandes. Das ist unser ja, Regelwerk. Gehen wir weiter und gehen in Öl, nach wie vor bei 61. Also auch hier die Konjunkturerwartung, Forecast
Lockdown, wenn der irgendwann mal vorbei ist, dass die Wirtschaft dann richtig anspringt. Also Öl bei 61,40 und wir haben Winterstürme, glaube ich, in Amerika. Das habe ich zumindest gestern einen Research bei der Tagesschau mitbekommen. Ja, das ist an mir auch so ein bisschen vorbeigegangen. Ja, ich kann nur sagen, dass wir am Montag Schnee hatten hier letzte Woche und jetzt, ihr seht, ich mit einem Polohemd hier sitze. Verrücktes Wetter, aber wir wollen nicht meckern. S&P 500, der amerikanische Index, wo die 500 größten Unternehmen sind. Auch hier sehen wir gestern der Konter. Die Kerze auf Daily Basis ist wieder zurück ins Band gelaufen. Kein Short Setup im S&P 500. Angeschlagen, klar, oder was heißt angeschlagen, aber zumindest einfach ein wenig Druck da drauf. Jetzt kommen wir zu erstmal Gold. Palladium hatten wir, so Gold, wo haben wir dich denn oben, ne? Silber, 27,64 können wir uns auch anschauen, Silber. Eigentlich unverändert. Wo habe ich jetzt mein Gold? Da. Gold. Die Senioren. Also Gold hat ein Tief. Das hatten wir ja die letzten Tage gesagt. Keine blaue Kerze. Aber was ein Phänomen ist, die Bänder ziehen sich ein bisschen zusammen. Wir haben so ein kleines Cluster mittlerweile. Ist noch nicht richtig perfekt. Aber wenn sich die Bänder so zusammenziehen, gibt es meistens eine Bewegung in die eine oder andere Richtung. Ja, aber trotzdem, wir haben die beiden Tiefs. Nichts passiert. Und jetzt kommen wir für die Damen und Herren, die Bitcoin traden, da braucht man aktuell Nerven, denn wir springen hier von 57, gestern war das Tief bei 44, jetzt wieder bei 50, also rauf und runter. Also da ist einiges an Musik da, aber auch hier auf Daily-Basis noch kein Short-Setup. Wochenbasis sieht die Kerze eher unentschieden aus, auf Daily-Basis alles noch in Ordnung. So, das war erstmal der Blick auf die Märkte. Wir sind short im DAX. Wir haben einen Gap bei 13,880. Aktuell ist es 8.38 Uhr. Und ich wünsche uns allen einen erfolgreichen Handelsstart. Das heißt, das ist aktuell die erste scharfe Box. Und jetzt ist sie wieder orange, eben war sie blau, 13,866 zu 13,844. Jetzt sehen wir, es ist eine Doppelbox, also erst blau, dann orange. Wir nehmen sie, 13,866 long, 13,844 short. Das ist die erste Box aktuell, ja, eine 22,5er Box. So, auf die Frage von Andreas. Sondern die Gesamttagesvolatilität. So. Es ist amtlich, erster Trade, 9 Uhr, wir sind long in der Blue Box. Das wird also unser Eröffnungstrade am 24. Februar. Hier gehe ich kurz mal rüber. Also, wir sind long im ersten Trade, 13,866. Die Gegenorder liegt bereit bei 13,844. Mal MTX. Kerze sieht nicht gut aus, gibt also kein Gegensignal. So, gib nochmal rüber zu Christoph. So, wir sind long in der unteren Box, zweiter Trade. Das hier liegt jetzt nah dran. Wir haben nach oben vielleicht die Gelegenheit, ein bisschen mehr mitzunehmen, wenn es schnell geht. Ansonsten, jawohl, nehmen wir ein bisschen mehr mit. Und jetzt wird die obere Box auch gleich ausgeführt, oben oder unten. Die untere Box wird wieder eingestellt. Erste Box ist raus. So, und wir stehen kurz vorm Landeanflug. Kurz vorm Landeanflug. Blue Box, erste Trade für heute Morgen für unser Videotagebuch. Gap Closing in Anmarsch 13,9, dann die nächste Box, denn wenn
falls der Kurs hier rüber will. Und wir sind raus. Das war der Eröffnungstrade. Und wir gehen gleich eine Etage höher. 13.907 zu 13.892. Ich verabschiede mich bei den YouTubern. Wünsche euch allen noch gute Trades. Wenn ihr Lust habt, bei uns mal Gast zu sein, einfach auf die Homepage gehen bei uns, Traders Club 24. Wir machen im Live-Trading-Raum weiter. Der erste Trade also in Tech Profit gelaufen und übergebe das Wort jetzt nochmal an Christoph.